Es ist ein Termin mit Tradition in der Berliner Bildgießerei Noack. Hier werden seit den 1950er Jahren die Berlinale Bären hergestellt. Am Dienstag gab es in den Werkhallen allerdings eine Premiere. Das neue Führungsduo der Berliner Filmfestspiele, Maria Drissenbeek und Carlo Schadrian, verfolgte die Produktion erstmals mit eigenen Augen. Das ist ein sehr aufregender Moment. Es hat etwas mit der Tatsache zu tun, dass am Ende Kunst etwas sehr Konkretes, sehr Gewichtiges ist. Wir sind schon einmal hier in der Gießerei gewesen, wir haben sie besucht, aber das hier ist etwas ganz anderes. Zu sehen, wie der richtige Bär zum Leben erweckt wird, das ist sehr bewegend. Internationale Filmfestspiele zu führen, ist für Schadrian hingegen nichts Neues. Von 2013 bis 2018 war der Italiener künstlerischer Leiter des Festivals in Locarno. Die Niederländerin Maria Drissenbeek arbeitete für mehrere Filmproduktionsfirmen, war Jurymitglied bei Filmfesten und Geschäftsführerin der German Films, einer Einrichtung, die sich für die internationale Förderung deutscher Kinos einsetzt. Bei Programmentscheidungen hilft den beiden vor allem eins. Wir reden miteinander, genau. Ja. Also manchmal fragt dann Carlo auch, kannst du dir den Film anschauen, ich überlege mir das und das, und dann überlegen wir das auch gemeinsam, weil das dann teilweise auch meinen Bereich vielleicht einen Einfluss darauf hat. Und ich finde, das sieht ganz spannend aus, was ich bislang gesehen habe. Ich freue mich sehr auf die anderen Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Knapp einen Monat vor der Eröffnung der Jubiläumsberlinale sorgt allerdings auch der designierte Jurypräsident Jeremy Irons für Schlagzeilen. Deutsche Medien berichteten über umstrittene Äußerungen des Hollywood-Stars, unter anderem in einem Interview mit der britischen Radio Times 2011. Darin hatte Irons gesagt, eine Frau könne damit umgehen, wenn ein Mann ihr die Hand auf den Po lege. Das sei Kommunikation. Drissenbeek verteidigte am Dienstag die Entscheidung, Irons zum Jurypräsidenten zu machen. Wir haben, nachdem Jeremy Irons schon sehr, sehr kurz nach seiner Äußerungen, die er 2011 gemacht hat, seine Meinung revidiert hat und sich anders aufgestellt hat, sind wir davon ausgegangen, dass wir ihm diese Position anbieten können. Wir halten das für absolut gerechtfertigt. Und wir finden es nicht richtig, jemand sein Leben lang dafür zu bestrafen, dass er mal was gesagt hat, was vielleicht damals nicht korrekt gewesen ist. Die 70. Berlinale dauert vom 20. Februar bis 1. März. Die renommierten Bären in Gold und Silber werden am 29. Februar verliehen.